Dann können wir ein paar Ballons mitnehmen. Können wir die irgendwo das mitfahren? Lässt sich nicht kombi- das hilft. Die beiden. Nee! Die beiden sagen. Das lässt sich. Nee! Die Luft aus den Ballons hat die Puppe aufgeblasen. Okay. Das hilft. Nachher. Die beiden. Das lässt. Die beiden. Das hilft. Das lässt. Nachher. Das hilft. Nachher. Die beiden. Das lässt. Nachher. Die beiden. Das lässt sie. Das hilft. Das lässt. Nachher. Die beiden. Das hilft. Das lässt. Nachher. Das hilft mir. Dann gehen wir mal hier rein. Dafür braucht man. War die nicht hier? Wir haben doch sie hier jetzt Kontakt. Kontakt in den 50. Hängt und. Aha. Ist das ein Ort, wo wir noch nicht hin können? Sieht fast so aus. So, hier waren wir lange nicht mehr. Was gibt's? Kann ich noch mal kurz rein? Nein! Polizei, öffnen Sie die Tür! Ach nein, das war ja gar nicht mein Satz. Ich möchte mit meiner Anwältin sprechen. Du bist doch schon auf Kaution draußen! Ich hab da drinnen was vergessen. Hau ab! Ja. Was gibt's? Ich weiß auch nicht, warum wir jetzt wieder rein wollen, aber. Ist Tuck zu Hause? Sie wohnt hier nicht! Wahrscheinlich wegen Tuck. Tuck Ardale ist nicht einmal ein Häftling! Aha. Was gibt's? Auch nichts. Den Tunnel wollte er noch nicht betreten, was irgendwie ironisch ist. Ohne eine Weg. Wir brauchen eine Wegbeschreibung dafür. Wo kriegen wir eine Wegbeschreibung her? Besser nicht. Aha. Das lässt sich nicht. Der A. Das hilft. Die beiden. Das hilft. Das lässt sich. Der A. Das lässt. Der A. Das hilft. Die beiden. Das hilft. Das. Die beiden. Der A. Das lässt. Die beiden. Der A.
Wie können wir den dringend machen? Die beiden der arme. So, weil ich weiß, was reingehört. Das hier und das hier. Aber wie wir die dann machen? Tja. Wie mixt man denn das Barbarenbräu? Ich werfe hier gerade mal einen Blick. Die Komplettlösung dafür. Ich habe nur noch keine Ahnung. Ja. Wenn die Zutaten wären das Rezept. Wir haben den Ort, wo es uns machen kann. Das klingt sehr falsch. Wie machen wir das jetzt? Sie können wir da auch nicht antreffen, sie auch nicht. Hä? Verstehe gar nichts mehr. Müssen wir vielleicht die Zutaten geben. Eher nicht. Das würde ich. Gibt es denn irgendwo eine Möglichkeit, den. Das ist keine gute. Und zu mixen, vielleicht eine Toilette. Das ist nicht die Knast-Toilette. Nur eine Knast-Toilette trinkt man eigentlich, mixt man drin. Ja, also bin ein bisschen planlos.
Tja. Was machen wir auch kein Gefäß? Tja, also. Was machen wir nun? Hier nochmal hin. Können wir hier jetzt? Psst. Süßer, bist du das? Warum bist du immer noch da drin? Wenn du wüsstest, wie klein meine Casa ist, würdest du verstehen, warum ich lieber hier meinen Schönheitsschlaf halte. Du schläfst lieber im Knast als in deiner Wohnung? Süßer, die Mietpreise in You Lost Wages sind höher als meine Heels. Solange du hier drin bist, könnte ich vielleicht deine Wohnung nutzen, um zu... Du weißt schon. Niemals! Ich vermiete sie gerade gewinnbringend unter. Aha. Kennst du einen Psychiater, der sich auf Gurkentraumata spezialisiert hat? Was? Hast du sie schon ganz aufgegessen? Oh je. Wie schleichst du dich immer wieder da rein? Hast du schon mal von den Geheimgängen gehört? Meinst du die Körperstelle, in welcher ich deine Gurke gefunden habe? Nein, ich rede von einem verwirrenden Tunnelsystem direkt unter New Lost Wages. Angeblich haben die Gründer es benutzt, um Waren jeder Art zu transportieren. Wie du dir denken kannst, war es während der Prohibition sehr beliebt. Aber gegen Ende des 20. Jahrhunderts geriet es in Vergessenheit und angeblich wurde es nur noch zum Transport von Bügelwäsche verwendet. Unterirdisches Tunnelsystem. Klingt kompliziert. Damit du dich nicht verläufst, gebe ich dir meine Notizen. Du musst nur einen Eingang finden und dann meinen Anweisungen folgen. Den haben wir folgen. Gefunden. Jetzt haben wir einen Plan. Der wollte ja nicht rennen, weil er keinen Plan hat. So, zu Lefties. Und auf den Tunnel. Ohne eine Wegbeschreibung. Ach, Trottel. Besser nicht. Wozu sollte ich... Das ist doch jetzt eine Das Wasser fließt ganz stark nach links. Was braucht man dann für echte Drinks? Nicht nur der Baum fällt durch die Axt. Willst du ans Ziel, bleib ganz relaxed. Relaxed. Ich hoffe, ich muss mir das nicht merken. Dann wollen wir mal. Oh, ein unterirdischer Fluss. Nein. Ein Abwasserkanal. Eine Ratte schwimmt den Kanal nach rechts. Aber wohin gehe ich? Nach links. Nach links, wo der tote Alligator treibt. Oh. Es riecht hier wie eine von Lefties Socken, die er mit Schinken eingerieben hat. Vor 2 Wochen. Und seitdem in seiner Hose rumträgt. Oh. Hier ist eine Kreuzung. Links liegt eine leere Bierflasche, vor mir ein Strohhalm. Und rechts eine Videokassette mit der Aufschrift Life Aids. Ich gehe... Bierflasche, Strohhalm, Kassette vorbei. Nach rechts, an der Kassette vorbei. Das war wohl nicht der richtige Weg. Dann ja. Wollen wir mal. Oh, nein, eine Rad, aber wo... Okay, nach links. Links. Damage vor 2 und seit hier ist eine Kreuzung. Ich gehe nach links. Das war dann gut. Oh, nein, dann wissen wir es ja. Nach links. Damage vor 2 und seit hier ist eine Kreuzung. Ich gehe nach rechts. Ja, das hatten wir doch schon, verdammt. Dann. Oh, nein, eine, aber. Nach. Der mit Wurz und sein Gegner ist auch Quatsch. Geradeaus. Es wird etwas heller. Oh, das Bernsteinzimmer. Egal. Faith wäre nur von 90 Timberpunkten beeindruckt. Ich bin auf einen Troll gestoßen.
Er schaut mich wütend an. Toll. Auf dem Boden liegen ein 20-seitiger Würfel, eine Axt und eine halbvolle Milchtüte. Genau so ist das gerade. Ich. 20-seitiger Würfel. Nehme den Würfel und versuche mich damit am Boden vorbeizuschleichen. Du musst auf Geschicklichkeit würfeln, Larry. Ja. Eine 1? Oh, das ist nicht gut. Du rutschst auf einer Bananenschale aus, trittst auf eine Hupe und stürzt in einen Gong, der sich zufälligerweise im Raum befindet. Und dann? Großartig. Der Troll bemerkt dich. Jetzt will er dich fressen. Was tust du? Ich renne weg! Na Troll, hättest du nicht denken können, dass der eine schlechte Idee ist? Jetzt hast du Trollwut. Oh Gott. Und zwar von der Sorte, die andere Leute als ewigen Schlaf bezeichnen. So schnell kann ich nicht lesen. Ah. Dann wollen wir mal. Wir müssen Pen and Paper spielen. Nein, eine, aber nach links. Stier mit Schickwurz. Und hier ist eine. Ich gehe. Geradeaus. Es wird. Oh, egal. Ich bin auf ein. Ich. Ich nehme meine Axt mit den Trollen zwei Hälften, nehme die Milchtüte und trinke sie aus. Denn Calcium ist wichtig. Nehme die Milchtüte und trinke sie aus, denn Calcium ist wichtig. Der Troll ist wütend. Das war seine Milch. Ich renne weg! Wäre das hier kein Spiel, wärst du jetzt abgeritten zu den Ahnen. Aber weil das ein Spiel ist, bekommst du dann zwei Chunks. Yay. Dann wollen wir mal. Oh, na, eine ab. Es gibt das hier ein bisschen links. Stehe vor uns. Hier ist eine. Ich. Geradeaus. Es. Oh, egal. Ich bin auf einen. Ich nehme die Axt und hacke den Troll in zwei Hälften. Die Axt durchtrennt den Troll genau in der Mitte. Der tote Troll wirkt immer noch etwas überrascht. Die Axt zerfällt in ihre Einzelteile. Naja, dann gehe ich mal weiter. Das muss eine Nuts 20 sein. Die nächste Kreuzung. Links schaut ein Periskop eines japanischen U-Bootes aus dem Boden. Vor mir steht das Denkmal für den unbekannten Herrenwitz. Und rechts an einem Abhang steht eine Sonnenliege. Super. Ich klopfe gegen das Periskop und erkläre, dass sie sich verfahren haben. Das Periskop verschwindet im Boden. Ich gehe weiter. Das war richtig. Oh nein. So falsch. Oh, na, eine, aber. Nach. Die hat vor uns. Hier ist. Ich gehe. Geradeaus. Oh, ich bin auf. Ich. Die Axt. Nehme die. Die der Tod. Nein. Die nächste Kreuz. Links schaut. Ich. Lege einen Kranz am Denkmal nieder. Lege einen Kranz am Denkmal nieder. Eine geisterhafte Stimme sagt: Danke, Larry. Wir werden dich nie vergessen. Ich gehe weiter. Das war klar. Dann wollen wir mal. Nein, aber. Nach links. Der mit Schwarz und Zeit. Hier ist ich. Gerade. Oh, ich bin auf ein. Ich nehme die. Die der Tod. Nein. Die nächste Kreuzung. Richtig ist unter was für ein richtiges U-Bootes. Unterirdisches Kondensationsamt. Ich mache es mir in der Liege bequem. Warum nicht? Na! Da wären wir. Ups.
Das hast du gerade nicht wirklich gemacht. Was machst du hier schon wieder für einen Krach? Warum bist du jetzt auch schon wieder in der Zelle? Diese Stadt ist völlig verrückt. Wenn du da drin sein willst, dann bleib halt da. Wir sind die ganze Zeit durch die Wand gekonnt. War das Poster wirklich so wertvoll? Du Banause, du hast Lady Gag verschandelt. Sie ist eine Göttin. Wurde inzwischen klar, dass Gott eine Frau ist? Wenn dein Gott das perfekte Pokerface hat, Disco-Schwengel reitet, auf schlechte Romanzen steht und am Edge des Glory Holes kniet, ja. Klingt nach einer Göttin, hinter der ich stehen könnte. Amen, Schwester. Es handelt sich um einen Notfall. Was kann denn schon so wichtig sein? Ich glaube, ich habe bei der Leibesvisitation meine Armbanduhr verloren. Du Schlingel willst dir doch nur eine zweite Runde ergaunern. Wenn ich es mir genauer überlege, hatte ich gar keine Uhr an. Typisch Braut, die sich nicht traut. Schau nur, wie spät es ist. Ich muss los. Ich komme, um dich zu retten. Das ist ja wirklich sehr süß, aber bei mir ist nichts mehr zu retten. Wirst du nicht auf der Arbeit vermisst oder so? Ach, Süßer, ich bin Freelancer. Ich arbeite, wann es mir passt und mit wem es mir passt. Was genau machst du denn? Natürlich. Gurken schmuggeln? Das ist nur ein Hobby. Nein, Schätzchen, mein Geschäft ist die Liebe. Du arbeitest auch im Sexshop, wie diese fiese Oma? Ha, ich bitte dich, ich bin viel professioneller. Ah, du bist also eine Nutte. Ich nehme das mal als Kompliment. Aber nein, ich kümmere mich darum, dass Menschen zueinander finden. Jetzt weiß ich's. Du bist eine Puffmutter. Nein, ich verheirate Paare, du Banause. Ist dein Gehirn genauso eingestaubt wie dein Genitalbereich? Eine Drag Queen darf jemanden offiziell zu Mann und Frau ernennen? Und Frau sowie Mann und Mann. Freiheit! Irre, dass das heutzutage geht? Länder, die bei Ehen so engstirnig denken, sind ganz schöne Scheißlöcher. Aha. Das weiß ich gar nicht mehr so genau. Ich komme später wieder. So, was können wir jetzt hier noch tun? Sorry, Tuck. Du hast die Göttin entweiht. Ich kann nicht ertragen, sie so zu sehen. Nimm sie weg. Okay, wir haben Plakat. Lady Gag Poster. Die beiden Sachen. Das lässt. Das hilft. Das hilft. Das lässt. Die beiden. Das lässt. Das hilft. Die beiden. Das lässt. Das hilft. Die beiden. Das hilft. Die beiden. Das lässt sie. Das lässt. Das hilft. Die beiden Sachen. Nein! Das lässt sie. Die beiden Sachen. Aha. Das ist keine gute Idee. Nicht. Eher nicht. Das würde ihm nicht gefallen. Ja, nun. Das wäre ja auch zu leicht. Ich bin wieder da. Warst du weg? Als Pflichtverteidigerin hast du wahrscheinlich mit schrägen Typen zu tun. Gestern musste ich jemanden verteidigen, der Helium in eine Sexpuppe gepumpt hatte. Dann ist sie weggeflogen und er hinterhergerannt. Kannst du dir sowas vorstellen? Lebhaft. Der war jedenfalls nicht meine Zeit wert. Dieses Smartphone-Ding sagt, dass wir uns... Wir müssen Helium und die... Sage ich gar nicht. Dieses Timber. Um Gottes Willen. Ich habe mich da nur registriert, um zu sehen, wie die App funktioniert. Ich nehme alles von Prune genau unter die Lupe. Dann solltest du einfach mal mich unter die Lupe nehmen. In seiner Hose wirst du jedenfalls eine brauchen. Danke. Einmal Pflichtverteidigung reicht. Ich bin wieder da. Warst du weg? Dieses Smartphone-Ding sagt, dass wir uns treffen müssen. Sage ich gar nicht. Dieses Timber da. Um Gottes Willen. Ich habe mich da nur registriert, um zu sehen, okay, wie ich... Okay, das hatten wir schon. Prune?
Ich kenne übrigens BJ und Faith. Was? Wie meinst du das? Du kennst sie? Ich war bei ihnen oben im Turm. Im Prune Tower? Im Hauptquartier? Wie hast du das geschafft? Man muss halt mit den richtigen Leuten schlafen. Das machst du sicher dauernd. Sehr glaubwürdig. Ich bin wieder... Verdammt. Warst du? Dieses... Sage ich. Dieses Tim... Um Gottes Willen. Ich nehme alles von... Prue? Was? Ich war bei... Im... Ich habe so ein Smartphone gefunden. Hast du immer noch Zugang zum Turm? Vielleicht. Also, wenn es dir gelingen würde, Informationen aus dem Hauptquartier zu besorgen, dann könnte ich mir vorstellen, mit dir auf ein Date zu gehen. Das wird wahrscheinlich nichts. Unverbindlich. Aber klar doch. Hier, kopiere mir alles, was du findest, auf diesen USB-Stick. Was ist das? Ein USB-Speicherstick mit 128 GB. Meinst du nicht Kilobyte? Du findest das schon raus. Einfach in den passenden Port stecken. Ah, meine Spezialität. Oh, komm wieder, wenn du die Daten aus dem Prune-Hauptquartier geholt hast. Wie wär's mit rauslassen? Ich meine, er kann ja auch so, aber das, wie soll sie das? Das wäre ja... Das wäre... Komm wieder, wenn du die Daten... USB-Stick. Okay, jetzt haben wir eine Mission. Versuchen wir es zumindest mal. Könnte hier klappen. Mist. Leute, was denn jetzt? Kann ich auch bei Prune arbeiten? Was? Du? Wer bei Prune arbeiten will, muss einen langwierigen Evaluationsprozess durchlaufen. Denn hier dürfen nur die Besten der Besten arbeiten. Deswegen sind wir angestellt. Wir suchen sowieso nur Praktikanten. Und es ist nicht so, als hätten wir die Praktikumsverträge einfach so rumliegen. Aha. Ich suche eine Nari, die hier arbeitet. Woher kennst du denn Nari? Ich bin mit ihr auf Timber gematcht. Wow, das muss an dem Profil liegen, das wir dir eingerichtet haben. An die kommst du nicht dran. Sie ist die technische Leiterin des neuen P-Phones. Da müsstest du schon hier arbeiten, um sie zu treffen. Aha. Kann ich auch bei... Was? Wer bei Prune... Denn hier... Wie? Wir suchen sowieso... Wie laufen die Bescheiden. Ich suche... Woher kenne ich... So, wie kann ich arbeiten? Praktikumsverträge suchen. Wie kriege ich einen Praktikumsvertrag her? Eher nicht. Aha. Und ist... Tja, also... Wie kommt man jetzt an Praktikumsvertrag? Was soll ich nochmal mit Lance besprechen? Weißt du, Lance denkt, es wäre nicht in Ordnung, schwul zu sein. Das ist ein anderer schon. Für außer aha, und ich muss... Was? Kein Problem, ich bin vielleicht... Ich habe keine Idee, wie ich es machen soll.